Ja, hi Leute, da bin ich wieder mit dem zweiten Teil von meinem 100-Abo-Mock. Ja, im ersten Teil hatte ich euch ja hier diese Mockschlacht gezeigt und das Dach, das ich jetzt hier da liegen habe, da liegen habe. Und hier ist noch das Gunship. Ja, das habe ich halt alles runtergenommen und jetzt ist hier noch dieser Bunker, das Innere übrig und das zeige ich euch jetzt mal. Ne, ich zeige es euch erstmal von hier. Oder nein, ich zeige es euch von der anderen Seite. Ja, das ist schlecht, wenn man sich sowas nicht vorher überlegt. Sorry. Aber egal. Hier sind halt zwei Bombsquads, die den Eingang bewachen. Hier ist einer, der die Torautomatik gerade manuell steuern will. Ja, hier ist ein Horn Company Trooper mit Fernglas und Waffe, der gerade rausrennen will. Hier bringt ein Sanitäter oder Arzt oder sowas. Mein Custom jedenfalls bringt halt einen verletzten Klon rein. Hier ist ein Klonpilot, der halt auf den Bugs wieder steigen will. Hier sind meine drei grünen und ein roter Bugs wieder halt. Hier ist die Energieversorgung. Hier sind Fässer mit Treibstoff für die Bugs wieder und so. Das Gunship, aber das Gunship ist hier eigentlich nicht bei dem Bunker dabei. Das ist halt nur zur Verstärkung gekommen. Ja, hier sind halt Kisten, eine Sackkarre. Hier ist eine Treppe. Die endet halt ungefähr hier so. Und da beginnt halt die Luke vom Dach, die ich euch ja im ersten Teil gezeigt hatte. Hier ist ein Schutzpfeiler für das Dach. Ja. Dann ist hier die Kantine mit der Küche. Hier ist halt ein Koch. Hier ist ein kleiner, ob das sein kann. Hier ist ein kleiner Ofen für Pizza und sowas. Ja, und an dem Tag, wo das hier halt spielt, gibt es auch Pizza. Das ist halt ein Tablett, das hat er halt fertig gemacht, wenn halt der nächste kommt, dass er sich das gleich abholen kann. Das hat der Koch, das ist so eine Kassel, ja. Und ja, so Teller und Becher und sowas. Hier ist ein Bounce-Squad, der ist halt gerade, hat da seinen Helm abgelegt. Einer, dem ist noch was eingefallen, deswegen ist der weggelaufen und er kommt halt gleich wieder, um da weiter zu essen. Ja, hier ist ein Getränkespender, sag ich mal, wo man sich halt seine Becher befüllen kann. Also man kauft halt die Becher und die kann man sich dann da halt befüllen lassen. Ja, so habe ich mir das ausgedacht. Keine Ahnung. Hier sind zwei verletzte Klone, die haben so Anzüge an, eben so mit Beatmungsdings. Ja, habe ich einfach so als Anzug für verletzte Klone genommen. Ja, hier sind noch Schränke für Medizin und sowas. Hier ist ein Bombsquad, der halt für den Arzt hier halt auf die Verletzten aufpassen soll, solange der halt den Kranken reinbringt. Hier sind halt Bacta-Tanks und die Kontrolle von den Bacta-Tanks, da ist er halt dran. Ja. Hier sind zwei Senatskommandos, die bewachen ja die Kommandozentrale. Hier sind halt Kisten noch mehr, da sind halt normalerweise Waffen drin, aber die sind halt gerade alle mitgenommen worden. Ja. Hier ist der Schlafraum, ja. Schlafzimmer, sage ich jetzt einfach mal. Hier sind Schränke für Schlafanzüge und sowas, Helmhalter. Und hier sind vier Doppelbetten, also gleichzeitig können acht Klone oder andere hier schlafen. Ja, dieser hier hat halt gerade so eine Art Schlafanzug an. Habe ich es einfach mal so genommen dafür. Hier sind Scor Quatsch, nicht Scorch, Scorch, Scorch. Nee, Fixer und Scorch, genau, ja. Schon ein bisschen durcheinander. Hier ist halt, die wollen halt gerade hier schnell in den Kommandozentrale reinkommen, weil die halt, die haben eine Besprechung haben. Boss und Seth sind schon da. Da ist noch so ein Admiral oder so ein sowas, ja, so ein Offizier, Klonoffizier. Ja, hier ist Kit Fisto noch, der halt denen was erklären will. Ja. Und hier ist halt, sind halt noch zwei Bombsquads an so, ja, Computern, Kontrollen, sowas. Ja. Das war im Großen und Ganzen eigentlich schon der Innenraum. Hier ist natürlich eine große freie Fläche, aber die braucht man halt, weil sonst kämen die Bugs wieder hier nicht raus, wenn hier noch was stände. Ja. Und das war eigentlich so die ganze Base, beziehungsweise der ganze Bunker mit dem Mock. Ich mache mal kurz die Dächer drauf.
sorry, ich habe einen kleinen Moment gebraucht, aber dafür habe ich jetzt das Dach nochmal drauf gemacht mit allem drum und dran, dem Gunship und so. Ja, das ist der komplette Bunker. Ich mache mal das Tor. Ach, sorry, jetzt fällt mir das Tor ab. Das ist jetzt natürlich blöd. Was ist mir da dran? Ah, es fällt mir alles ab. Scheiße, scheiße. Egal. Ja, jedenfalls ist das mein Bunker. Also entschuldige jetzt das runtergefallene Tor. Oder ich mache das gerade dran. Kleinen Mensch. Tut mir echt leid. So. Kommt hoffentlich nie wieder so vor. Obwohl, das kann man ja nie wissen. Ja. Hätte ich halt stabiler bauen sollen. So, jetzt aber. Okay, also das ist mein Bunker mit dem Mock, also mein 100-Abo-Mock. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an alle Abonnenten. Abonniert fleißig weiter, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, halt kommentiert, bewertet, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.